So, meine Lieben, heute gibt es mal eine Review von einem Parfum. Und zwar war ich heute unterwegs gewesen. Ich habe es schon vor 2 Wochen mal gerochen. Und zwar stand es da schon so schön im Regal mit so einem Countdown-Zähler. Von wegen, in 2 Wochen kommt es dann endlich mal. Und ich dachte mir, okay, was ist das für ein Duft? Wie riecht der? Den muss ich unbedingt mal probieren. Und der war im wahrsten Sinne des Wortes echt Bombe. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe ihn wirklich. Und zwar handelt es sich um Spice Bomb von Victor and Rolf. Genau, so sieht er von außen schon mal aus. Und ja, ich habe mir den jetzt einfach gekauft. Also ich fand den schon übelst geil, wo ich einfach den gerochen habe und den getestet habe. Ich bin ein wahnsinniger Fan von Cola und Cherry Coke insbesondere. Und habe mich schon immer gefragt, ey, warum kann man nicht so riechen, wie Cherry Coke schmeckt? Und hier habt ihr quasi den Duft dazu. Also ich finde, der riecht so ein bisschen nach Cherry Coke, so wie der Geschmack irgendwie ist, so wie so Wildkirsche. Keine Ahnung, relativ süßlich schon für einen Männerduft, auf jeden Fall süßlich. Kommt in diesem coolen, ja, Granatenflakon, so sieht der aus. Zeige ich den mal ganz kurz. Und ich, so schlau wie ich war, bin natürlich dann irgendwie rausgerannt aus dem Douglas, wollte mir das aufsprühen und dachte mir, fuck, ey, das bringst du zurück, das ist kaputt, das geht gar nicht. Ich habe da irgendwie drauf gepumpt und da kam nichts raus. Und habe mir gedacht, okay, Mist, vielleicht muss man irgendwas machen und da ist so ein süßes kleines Ding hier dran und den muss man echt wie so eine Bombe abziehen. Und dann kann man quasi da drauf drücken. Und dann kommt der Duft raus. Und ja, total toll. Ich hoffe, jetzt habe ich natürlich meinen Laptop gekleckert. Der riecht jetzt auch nach Victor und Rolf. Aber übelst geiler Duft. Also sehr süßlich, pudrig auf jeden Fall. Ich würde wirklich sagen, Wildkirsche-Richtung. So riecht der so ein bisschen. Also wie Cherry Coke. Und oh, ich finde ihn so toll. Also es ist wirklich eine Geschmackssache. Wenn man jetzt auf Joop steht und zum Beispiel auf dieses One Million von Paco Rabanne, das ist zum Beispiel auch die Richtung. Also wer diesen Duft mag und liebt, der kann auf jeden Fall mit diesem Duft hier auch sehr zufrieden sein. Also schon für den Flakon und diese Idee mit diesem Ding hier gibt es schon von mir 100.000 Punkte. Finde ich echt süß gemacht und niedlich. Und Preis habe ich jetzt bezahlt, ich glaube 54 € oder so für 50 Milliliter und 79 € kosten dann 90 Milliliter. Und ja, ist auf jeden Fall sehr süßlich, frisch, kirschig, richtig geil. Also könnte vielleicht schon für den Sommer zu schwer sein, weil der halt sehr süßlich ist, aber der lässt auf jeden Fall nach. Also der ist irgendwann dann nur noch pudrig und leicht süß und angenehm. Also so kräftig wie er am Anfang riecht, bleibt er auf jeden Fall nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zu Joop Om, der wirklich durchweg total süß riecht und einen quasi ja, die Schuhe auszieht. Aber wirklich geiler Duft. Also kann ich euch nur empfehlen, ist jetzt mein Liebling auf jeden Fall. Für die nächste Zeit, fürs Frühjahr. Und ich glaube, ich werde den ganz schnell alle machen. Ja, also auf jeden Fall kaufen bzw. mal testen, ob das euer Ding ist. Ich finde den total cool. Und das ist jetzt auf jeden Fall mein Duft für die kommende Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß damit, wenn ihr euch ihn holt. Ansonsten kann ich euch empfehlen, Klassiker ist bei mir immer noch Sun von Jil Sander für den Frühling und für den Sommer ideal. Sehr frisch und nicht so doll süß auf jeden Fall. Okay, das war's wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video gerade seht. Bis dann. Tschüss.